Herzlich willkommen zurück bei Let's Play SimCity 5 in Herozhege mit mir, Florizockt, und Puccini LP. Hallo. Ja, der Bene ist ja jetzt weg. Oh ja. Herrlich. Der hat mir Kopfschmerzen bereitet. Das ist herrlich. Ja, das war ja. Ja. Nee, war ganz lustig. Ja, glaube ich auch. Denke ich auch. So, wir haben 15 Tonnen Kohle schon wieder hier drin und es wird nichts verkauft. Ich füge mal noch einen LKW hinzu oder auch zwei LKWs. Wunderbar. Herrlich. So. Ja, würde ich auch sagen. Das Problem ist direkt ruhig, dabei, ne? Dass die beide immer. Alter, ich habe Stau bis in diesen verfickten Tunnel rein. Was ist denn hier los? Das ist aber nicht ganz gewesen, diese Ausdrucksweise, ne? Ja, das mag sein. Das erzähle ich deiner Mama. Na, und dann gibt's auf die Finger, glaube ich. Wünsche mich nach, ne? Gut, hier meine Ölpumpen arbeiten. Wie die abgehen. Die sehen gar nicht so geil aus. Ich weiß gar nicht, was für Grafikeinstellungen drin haben. Meine Ölpumpen. Gar nicht so geil, wie ich die in Erinnerung hatte. Hast du Tilt-Shift angemacht oder was? Nee. Ich hab's ja. Wahrscheinlich sieht es deswegen nicht so gut aus. Das verzerrt ja alles. Dann sieht man nicht, was scheiße aussieht. Ah, das ist so schön. Eine funktionierende Stadt. Ja, also wenn du Strom brauchst, ich habe hier ausreichend. Was hast du denn gebaut? Ein Ölkraftwerk. Ja, ich habe 120 Megawatt im Überschuss. Ja, würde ich eigentlich ungern machen, weil ich will ja, wie gesagt, meine vertikalen Windturbinen. Obwohl, weißt du was, ich schalte das Ding erstmal aus und kaufe von dir Strom. Ja. So, ich habe mein Windkraftwerk erstmal ausgemacht und dann werde ich jetzt erstmal ein bisschen Strom von dir kaufen. Kap der Kuchen. Strom gekauft. Passt das hier nicht rein? Könnte ich ja direkt wieder schreien, ne? So, mein Windkraftwerk ist aus, da kommt jetzt kein Strom mehr von. Mhm. So, ich gehe mal zum Stadteingang. Ich habe Eingang gesagt. Und gucke, ob der Strom ankommt. Ja, er kommt an. Okay. Wenn ich auf dreifache Geschwindigkeit bin, leckt das immer so. Ja, mich höre ich nicht. Du hörst mich nicht? Hallo? Ich hab's gehört, bis ich auf dreifache Geschwindigkeit bin. Wenn ich auf dreifache Geschwindigkeit bin, dann leckt das bei mir immer so ein bisschen rum, ist mir aufgefallen. Das macht's bei mir zum Glück nicht. Aber das Spiel scheint ja auch wirklich alle 6 Kerne von meinem Prozessor zu nutzen. Was für ein Prozessor hattest du noch? Pentium 2X6090T. Ich habe schon die nächste Generation. Hast du 4 oder 8 Kerne? Ich habe 6. Den FX, auch 6, ja. 6100 habe ich. Der kleinste 6. Aha. So. Na, ich habe meinen ja auch auf 3,6 GHz übertaktet. Mhm. Na, meiner war standardmäßig auf, warte, hier die Verpackung direkt neben mir. Meiner war standardmäßig auf 3,3 und TurboCore 3,8. Ja, der schaltet sich ja aber eh bloß ein, wenn du nur 3 Kerne benutzt. Aber das Spiel nutzt ja alle, soweit ich das weiß. Ja, das wäre auf jeden Fall recht zeitgemäß, ne? Das wäre schon irgendwie komisch, wenn nicht, finde ich. So. Ja, Shopping-Angebot. Ui, fällt mir gerade so auf, dass wir kaum Commercial Zones haben. Ja, mir fällt auch gerade auf, dass der sich überhaupt nicht beschwert, dass ich hier so wenig Leute hätte oder sowas. Beeindruckend. Herrlich. Ja, aber das ist. Ich bin gar nicht böse darüber.
weiß nämlich gar nicht, wo ich hier irgendwie Grundstücke anlege. Das soll auf der einen Seite das Industriegebiet, auf der anderen Seite ist auch Industriegebiet. Also, Umschagalaga. Also ich werde hier mal die Straßen upgraden. Vielleicht werden dann große Fabriken hier gebaut. Dann hätte ich natürlich gleich noch mehr Arbeitsplätze auf kleinem Raum. Also ich finde, die technisch schlechten Fabriken sehen auch hochdichtet. Ich glaube, ich komme jetzt an einen Punkt, wo ich etwa hier so 38 Endrohre bauen muss, um dem gerecht zu werden. Also wie gesagt, wenn du Abwasser, ja, wenn dich das überfordert, dann kannst du es zu mir schicken. Ja, okay. Also ich habe da noch genug Kapazitäten, locker. Ah, ja, hier wird schon eine große gebaut. Wunderbar. Zu wenig Platz zum Erhöhen der Dichte, scheiße. Die wollen mehr Parks. Wow. Kostet mich da dann wieder 1000 Milliarden. Wählen Sie einen Park auf, hab ich gemacht. Habt ihr jetzt aufgehört zu streiken? Hallo. Na, bei mir auch nicht. 67%, das ist natürlich nicht so viel. Ich hab 79. Okay. Ja. Wir wollen Abnehmer, an die wir liefern können. Kriminelle, wir machen. Also jetzt mit dem Ernst, ich hab Versand. Und wenn ich Versand hab, dann braucht keine Abnehmer. So, verrückt ja. Hier. Meine Karte ist voll. So nicht. Meine nicht. Riesen Abstände gelassen. Ich habe zu Puccini schon gesagt, ich werde das wahrscheinlich so machen. Ich habe ja nochmal zur Erklärung, ich habe ja so große Abstände gelassen, damit sich hier auf beide Seiten diese großen Gebäude, also die Wohnblöcke und die Hochhäuser entwickeln können. Das dauert aber natürlich eine Zeit. Also ich habe zu Puccini schon gesagt, ja, ich verstehe es nicht, so aber machen. Ich weiß es ja eh. Ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich die Stadt offline. Also 2 Stunden auf dreifache Geschwindigkeit einfach so laufen lasse, damit sich diese ganzen großen Gebäude entwickeln. Denke ich mal, dass ich es so machen werde. Alter, was habe ich denn hier mit dem Verkehr? Was ist denn hier los? Also Flori? Ja. Die dritte Geschwindigkeit, die ist ja fast schon zu einfach. Meine ist überhaupt nicht voll gebaut und ich habe trotzdem 330.000. Also nee. Könnt ihr mal ein Wahrzeichen bauen, oder? Brandenburger Tor? Hast du eine Tourismusabteilung gebaut? Nee, eine Bildungsabteilung hattest du. Ich habe eine Versorgungsabteilung und eine Bildungsabteilung. Okay. Dann brauche ich eine Tourismusabteilung und dann kann ich mit meinem vielen Geld das Brandenburger Tor kaufen. Also wenn Bene die noch nicht... Nee, Bene hatte nur ein Gemeindehaus, ne? Ich weiß es nicht. Warte. Ja, wurden da nicht gebaut, das Amphitheater ist nicht freigegeben. Ja, dann kannst du ja Tourismusabteilung bauen, die braucht Bene auf jeden Fall. Ich wahrscheinlich nicht, aber Bene auf jeden Fall. Okay. Und der Scheiß. Ach, ich habe übrigens das Erdbeben geschalten, glaube ich, in der letzten Folge. Cool. Ziemlich cool. So, ich werde jetzt mal hier irgendwie meine Straßen aufwerten, weil das ist ja... Habe ich noch eine Spur mehr auf jeder Seite. Wird es wahrscheinlich nichts bringen, weil die Arschbücher sowieso nur eine benutzen. Probieren wir es einfach mal aus. Arschlöcher. Oh, verdammt nochmal. So. Es läuft irgendwie heute voll ruckelig. Irgendwie ganz komisch läuft es. Okay.
läuft doch gleich hier schon ein bisschen besser. Mhm. Verdammt, ich habe so ein Riesenverkehrsproblem. So schlimm hatte ich das ja noch nie. Hä? Irgendwie ist das bei mir ähnlich. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Das ist ja total komisch. Ich glaube, das wird die erste richtige Fail-Stadt. Habe ich so irgendwie im Urin. Echt gut. Das wäre sehr schade. Meine läuft eigentlich gut. Weil ich das beurteilen kann. Kein gutes Omen für diese Region anscheinend. Ich werde jetzt einmal alle Straßen upgraden, auch wenn ich das ungern mache, weil ich ja das Geld eigentlich lieber für eine schöne Bildungseinrichtung hätte. Was hast du denn an öffentlichen Verkehrsmitteln? Gar nichts derzeit. Na gut, das ist dann natürlich auch nicht so toll. Was hast denn du bei Einwohner? 10.000, 11.000. Also Einwohner war ich immer am besten, ist mir aufgefallen. Da bin ich irgendwie voll schnell immer. Ich glaube, da baller ich einfach extrem schnell alles zu. Ich glaube auch. 34.600. Ich habe ja nur so bei mir an der East Coast so ein bisschen Häuser gebaut und ansonsten... Vorführeffekt. Mal Erz. So. Sicherheitsabteilung. Du hast jetzt die Tourismusabteilung gebaut gehabt, ne? Ich habe sie noch nicht gebaut, weil ich erst 15.000 Einwohner brauche, glaube ich. Okay. Ja, so ist das. Wasserproblem. Was sagt denn deine Wasserversorgung? Warte. Ja, genug. Nee, ist alles okay. Ist alles okay. Mir ist schon der Gap angezeigt. Ohne Grund. Ist auch schon wieder irgendwie komisch. Naja. Hast du eine Filterpumpe schon? Oder eine normale? Ja. Deswegen läuft das ja, glaube ich, auch. Hab's direkt in meinem Endrohr da. Du machst das schon mit diesem Wasserrecycling. Ja. Cool. Ich find's aber auch irgendwie. Nee, also hier steht benötigt 18,1 Kiloliter, Kauf 17,9. Vielleicht kann man nicht mehr kaufen, ich weiß es nicht. Na, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich baue mal einen kleinen Wasserturm dazu. Ah. Ich weiß nicht, das Problem vorerst ein bisschen gelöst wird. Bei mir steht, Vorrat reicht für 129 Monate. Das wird funktionieren mit dem Wasserrecycling. Lustiges Wort. Ich finde das aber auch bis heute irgendwie total
beschissen, dass man kein realistisches Wasserwerk hat, wo Abwasser ankommt und normales Wasser rauskommt. Mhm. Ist auch irgendwie total... Ich meine, in Wirklichkeit geht's ja auch nicht los und schmeißt da alles in den Boden, damit es da wieder rauspumpen kannst. Naja, oder warum klärt man Wasser in echt? Damit man wieder normales Leitungswasser hat. Hier kläre ich das einfach und hab dann, ja, nichts davon irgendwie. Ja, genau. Ist auch total dämlich. Ist nicht so... Nicht so... Nein! Nein, 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 nein. Abbrechen. Eieiei. Ist nicht ganz so... Auch hier... Komisch. Auch hier jetzt hier noch so ein zweites Ölquelle nicht, nee, aber... Erz. Erzbergwerk. Ach ja. Ah, ich kann gar nicht so viel bauen, weil ich jetzt irgendwie die Zeit zum... What the... Weil ich die Zeit jetzt so ein bisschen verrinnen lassen muss. Alter, was ist das denn? Geht bei dir? Der Verkehr! Oh, Dankeschön für Update 3.0. Dankeschön für nichts. Oh, du bist ja böse. Also weniger Updates rausbringen, die wenigstens funktionieren, ganz ehrlich. Das gibt's nicht. Leider doch. Muss denn mir jemand Verbrennungsturm leisten? Ach, Verbrennung. Und das jetzt hier, wird das hier alles schön weggebaut? Ganz gut aus, ne? Ja, das läuft. So, wir haben es gebaut. Man fängt doch gleich an zu verbrennen. Jetzt wird mir Wasser andauernd gelb angezeigt, obwohl wir noch genug haben. Wie scheiße. Ich sehe schon kommen, dass ich die Stadt hier in der nächsten Folge aufgebe oder so. Die Karte ist voll. Was soll ich denn im Westbay jetzt machen? Ich weiß es nicht. Scheiße, das war eine Kackstrategie von mir mit den großen Straßen. Es dauert einfach zu lange mit der Dichte. Was ich jetzt versuchen könnte, ist mit Parks die Stadt aufzuwerten, also mit der Einkommensklasse, weil meine Erfahrung war, dass dann schneller Hochhäuser gebaut werden. Ja, das ist ja auch so. Und das ist durchaus, ja. Du musst auf die... auf die Datenebene... Ja, genau. Und dann siehst du, dass vor allen Dingen die Zufriedenheit wichtig ist. Ich versuche dann aber gleich ganz reiche anzuziehen. Ja, dann kommen ja auch die richtigen Hochhäuser. So. Das Blöde ist natürlich wieder der Unterhalt von den ganzen Parks. So, yay, die erste Villa. Also die Villen sehen ja wirklich toll aus, finde ich. Cool, ja, sieht gut aus. Also die reichen Häuser mit der niedrigsten Dichte, die sehen wirklich cool aus. Schaut wirklich toll aus. Aber die reichen sehen sowieso immer ziemlich cool aus, finde ich. Auch diese mittleren sehen teilweise richtig geil aus. Oh, was die Parks hier kosten. Die ganze Stadt liegt nicht verstreut. Naja gut, dann sollte man den vielleicht mal recyceln. Die ganze Zeit Fernsehen, ich merk's nicht. Wo ist das Duschen plötzlich?
Licht an. So. Hierhin. Recycling mache ich diesmal nicht. Du hast jetzt mal eine ganz andere Strategie, die ich verfolge. Es geht jetzt extremst an meine stündlichen Steuereinnahmen mit dem ganzen. Soll ich dir Geld schicken? Naja, wenn du Geld im Geld schwimmst. Ja, das ist durchaus der Fall. Wäre ja dumm von mir, das abzulehnen, ne? Ja, mal gucken, wie lange das jetzt dauert, bis es bei dir ankommt. Naja. Geschenk. Also, einmal haben wir Geld verschickt, das haben wir bis heute nicht wiedergekriegt. Ja. Ist auch schon lange her irgendwie. Und übelst lange, ja. Ach, wie schnell die Zeit. Ist ja schon die 2 Monate lang her sein, ne? Mhm. So, ich lasse das erstmal. Das wird erstmal eine niedrige Einkommensklasse hier bleiben. Und ich guck mal, wie sich das hier entwickelt. Ach, ich krieg hier schon größere Häuser. Noch sind die alle zu verkaufen. Aber da kommt schon ein Umzugswagen. Die stehen natürlich jetzt erstmal noch im Stau. Heeresrege Bankrott. Ja, derzeit. Ich warte erstmal, bis sich hier ein paar neue Leute ansiedeln. Dann wird das auch mit den Steuern wieder hochgehen. Und ich würde sagen, wir können hier den Part beenden, ne? Oh, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der ist jetzt schon wieder fast eine halbe Stunde da. Ja, na gut. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal, Chittel. Ja, dann sage ich auch bis zum nächsten Mal. Und mal gucken, wie sich das Ganze denn hier entwickelt, die ganze Stadt. Ich bedanke mich auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Und ja, haut rein, bis zum nächsten Mal.